bin auf der Editor-Seite von p5.js.org und hier muss ich zuerst ein bisschen das User-Interface erklären. Ganz wichtig zuerst, ich bin angemeldet, ich habe ein Benutzerkonto und du solltest unbedingt auch eines anlegen, weil dann kannst du die Programme, die du hier schreibst, speichern. Du kannst sie auch mit anderen Leuten teilen. Es gibt dann eine Adresse, eine URL, die du in einem Chat oder per E-Mail verschicken kannst. Wenn du nicht angemeldet bist, kannst du nichts abspeichern und dann verlierst du deine Arbeit, sobald das Fenster zugemacht wird. Es gibt hier oben rechts ein Zahnrad, mit dem du Dinge einstellen kannst, wie die Schriftgröße, oder du kannst einstellen, dass es dunkel ist, wenn du abends arbeitest. Du kannst auch einstellen, dass automatisch gespeichert wird, das würde ich empfehlen. Hier, wenn das eingestellt ist, dann werden Klammern und Anführungszeichen automatisch mit ihren schließenden Pendants ergänzt. Also sobald du eine Klammer öffnest, wird sie automatisch geschlossen. Das würde ich auch anschalten, das ist gut, vermeidet Fehler. Und Wordwrap heißt, dass die Zeile umbricht, wenn sie zu lang wird. Ich stelle jetzt hier wieder auf weißen Hintergrund um. Dann gibt es einen Play-Knopf. Sobald du den drückst, wird das Programm hier ausgeführt, beziehungsweise auf der rechten Seite, die jetzt leer ist, wird dann ein Output gerendert, den du hier geschrieben hast. Oder so wie du geschrieben hast, wird dann auf der rechten Seite gerendert. Und hier unten gibt es eine Konsole, das ist ein Output-Fenster für Text. Dort erscheinen Fehlermeldungen, wenn die Maschine nicht versteht, was du geschrieben hast. Und das ist ganz wichtig, dass das passiert, weil es werden ganz viele Fehler entstehen, das ist völlig normal. Die Maschine versteht nicht immer alles und wir vergessen manchmal etwas. Und du wirst hier auch immer oder meistens eine Angabe einer Zeilennummer sehen. Auch das ist wichtig, darauf musst du dich achten, weil das hilft dir dann zu finden, wo es nicht funktioniert. Du siehst auf der linken Seite Nummern, das sind nummerierte Zeilen, und wenn hier unten ein Fehler kommt, wird angegeben, auf welcher Zeile das ungefähr passiert ist. Und dann wird es einfacher, das zu finden. Also lies die Meldungen, die hier angezeigt werden, und achte dich darauf, wo du suchen musst. Jetzt drücke ich mal auf Play und dann sehe ich eine graue Fläche. Und ohne dass ich weiß, was hier genau steht, kann ich doch vielleicht einen Interpretationsversuch machen. Hier steht Create Canvas 400x400 und wenn ich zum Beispiel mit der Screenshot-Funktion abmessen gehe, sehe ich, dass das die Dimensionen dieser grauen Fläche sind. Wenn ich das ändere, wenn ich hier zum Beispiel 600 tippe und dann auf Play drücke, auch das muss ich immer tun, sonst sehe ich keine Veränderung, dann sehe ich, dass diese Fläche breiter geworden ist. Also Create Canvas stellt eine Fläche her, die wird als Canvas bezeichnet und diese Werte stehen für die Breite und für die Höhe. Sie geben dann auch vor, wie groß das Koordinatensystem ist, anhand dessen wir Dinge auf dieser Fläche positionieren. Und dann gibt es hier Background mit einer Zahl drin. Wenn ich diese Zahl verändere, zum Beispiel auf 0 setze und das ausführe, dann wird der Hintergrund schwarz. Also hier steht ein Farbwert, und zwar eine Graustufe. Der Maximalwert ist 255, das ist weiß. Und alles dazwischen ist ein Grauwert. Und wenn ich mehrere Werte eintippe, dann entsprechen die den Farbkanälen Rot, Grün und Blau. Also wenn ich zum Beispiel einen Rotwert habe und einen Blauwert, dann gibt es eine Mischung aus Rot und Blau. Und je höher diese Werte sind, desto mehr
dieser Farbe, also wenn ich den Rotanteil erhöhen möchte, dann kann ich hier eine höhere Farbe eingeben. Das ist dann die maximale Rot-Blau-Mischung. Du siehst, es kommt nicht so darauf an, wo hier die Leerzeichen sind. Das funktioniert trotzdem. Aber je ordentlicher du schreibst und je mehr du auch mit Leerzeichen arbeitest, desto übersichtlicher ist das hier. Jetzt heißt es hier Function Setup und Function Draw. Das ist weniger einfach zu interpretieren, was das bedeutet. Setup ist ein Codeabschnitt, der immer ausgeführt wird, bevor etwas gezeichnet wird. Immer bevor Output gerendert wird, passiert das, was hier drin ist. Und Draw ist ein Codeabschnitt, der immer wieder ausgeführt wird, und zwar 60 Mal pro Sekunde. Das ist also eine Art Schleife. Und das ist das, was uns erlaubt, Animationen zu machen, weil wenn wir Code schreiben, der jedes Mal, wenn dieser Abschnitt ausgeführt wird, sich verändert, weil wir zum Beispiel Zahlenwerte mit jeder Durchführung ein wenig erhöhen, dann führt das hier zu einem Wechsel, zu einer Animation. Also was hier eigentlich zu sehen ist, ist ein Daumenkino, das ewig läuft. Das läuft so lange, wie dieses Fenster geöffnet ist. Und das kann manchmal rechenintensiv sein oder die Software verlangsamen, und darum ist es gut, wenn ihr hier ab und zu auf Stopp drücken können. Du kannst auch einen Haken bei Auto Refresh machen, dann kannst du hier Änderungen machen im Code, und sobald du aufhörst zu tippen, wird das neu gerendert. Es kann aber ein bisschen gefährlich sein, weil es ist vergleichsweise einfach, hier eine ewige Schleife oder ein ewiges Frame herzustellen, so dass nichts mehr Neues gerendert werden kann, weil ein Abschnitt hier ewig ausgeführt oder ewig interpretiert wird, und dann kann das Browserfenster abstürzen. Du verlierst dann das, was du getippt hast, aber es kann sonst nichts Schlimmes passieren. Also hier ein bisschen Vorsicht mit Auto Refresh, aber es ist ganz angenehm, damit zu arbeiten. Da musst du nicht immer klicken. Mir passiert es zum Beispiel immer wieder, dass das abgeschaltet ist und dass ich am Schreiben bin und mich frage, warum nichts passiert, bis ich merke, dass ich eigentlich den Play-Knopf drücken müsste. Und da ist es angenehm, wenn Auto Refresh angeschaltet ist. Und das hier steht erster Versuch, das habe ich vorhin noch eingetippt. Hier wird irgendwelcher Nonsens angezeigt. Wenn du nichts angibst, schlägt dir die Website irgendeinen Namen vor. Sobald du draufklickst, kannst du selber einen Dateinamen geben, und dann wird das hier abgespeichert, vorausgesetzt du bist angemeldet mit deinem Account, dann wird das abgespeichert, und du kannst dann hier mit Open auf eine Liste all deiner Programme zugreifen und ein bestimmtes wieder öffnen zu einem späteren Zeitpunkt. So viel zu diesen Grundlagen. Hier kannst du auch einstellen, wie viel Platz für diese einzelnen Bereiche du möchtest. Und jetzt klicke ich mal auf Stopp und melde mich dann in einem weiteren Video zu Dingen, die wir hier hineinzeichnen.